So, Freitag, eine Woche wieder vorbei. Und ja, es ist einiges gelaufen, wie man sieht. Meine Brille ist futsch. Ja, aber zu dem komme ich später. Jetzt zuerst zum Montag. Zum Montag habe ich am Morgen habe ich angewandte Computerarchitektur gehabt. Und da ist es soweit gut gelaufen. Da ist ja, so gut gelaufen. Das ist halt eine Vorlesung. Ja, da haben wir, jetzt gehen wir langsam im Stoff vorwärts. Da ist nur halb so interessant, aber. Ist okay. Und am Mittag haben wir dann eine APC-Prüfung und die ist so mittelmäßig eher schlecht gelaufen. Aber mit allen, die ich bis jetzt geredet habe, die auch die Prüfung gemacht haben, dann ist es auch eher schlecht gelaufen. Und darum weiß ich nicht, wo sie natürlich den 6er und den 4er ansetzen. Und darum ist es jetzt schwierig zu einschätzen, ob ich genügend bin oder nicht. Ich sage mal, mit einer normalen Bewertung 60% im 4er, 100% im 6er, da wäre sicher ungenügend. Aber ich weiß nicht, was wird. Und nachher habe ich ist fertig gewesen, der Schultag, und wie ich schon angedeutet habe, letzte Woche nicht, habe ich dann nicht mehr in die Schule gehen und habe in Zivilschutz. Ich hatte dort einen WK, einen Wiederholungskurs. Und den haben sie jetzt gerade gebraucht, weil wir Schaffhausen nehmen Flüchtlinge auf. Also Flüchtlinge auf. Wir sind ein Zwischenlager für die sind im Erstaufnahmezentrum, da werden die Flüchtlinge aufgenommen und ja, in eine Kartei eingetan. Und die sind das überlastet. Und jetzt sind die Leute dann zu auslagern in die Kantone. Und der Zivilschutz ist für die verantwortlich, dass das klappt. Dass die dort können warten, bis wieder Platz hat zum neu aufnehmen, zum Eintragen. Und das sind jetzt 180 Schaffhausen. Wir haben ein paar Schaffhausen und ein paar Zwillringe. Und sind, ich glaube, so viel ich weiß, vor allem von Afghanistan. Und man kann mit denen nicht wirklich reden, halt, weil die ein paar können so ein paar Brocken Englisch, aber nicht gut. Und die meisten gar nichts. Ja. Und das ist dann ein bisschen spannend. Dann haben sie uns für das gebraucht. Ich bin Stabsassistent, ich habe dann im Kader, also den Hochern dort, helfen und die haben mir halt irgendwie Aufträge protokolliert, da installiert dort eine E-Mail, installiere ihnen ein E-Mail, schaue, dass bei ihnen Protokollierung läuft, dass sie Sachen ausgedruckt haben, mache Karten, schreibe Mail, was auch immer. So Gango-Sachen, Büro-Sachen habe ich für die gemacht. Und das war eigentlich cool gewesen. Also ja, ist etwas Sinnvolles, was man macht im Zivilschutz, das ist nicht jedes Mal so. Und ich auch mal dürfen zu den Flüchtlingen gehen. Und bei denen ein bisschen schauen, wie die leben. Die sind in einem Luftschutzbunker unten, also in einem Schutzbunker, nicht Luftschutz, einfach Schutzbunker unten. Dort ist halt ein bisschen feucht und so und ist nicht so schön, aber es sind halt Flüchtlinge. Man muss natürlich auch kein Hotel erwarten. Ja, aber die Stimmung ist gut. Jedenfalls nicht schlecht. Und es läuft. Ja, man hat halt die normalen Risiken muss man dort im Griff haben, wie irgendwie Krankheiten da ausbrechen oder ja, Gewalt und so Sachen hat man jetzt nicht Problem gehabt, gross. Vielleicht, dass so 100 Leute an einem Fleck hocken. Ja, das ist gut gegangen. Und da habe ich jetzt 3 Tage gemacht. Abend habe ich nichts zu tun, dann habe ich ein bisschen Zeug für die Schule gelernt und am Abend habe ich eigentlich repetiert, was ich am Tag verpasst habe in der Schule. Und ja, dann ist es eigentlich so gut gegangen. Ich bin einfach ein bisschen müde gewesen, aber es geht. Und jetzt ist der Einsatz vorbei. Am Freitag habe ich keine Schule. Jetzt habe ich den Rückblick gemacht. Ja, jetzt muss ich schauen. Jetzt muss ich noch ein bisschen lernen und Zeug machen. Und fängt das Wochenende eigentlich an. Ja. Es war eine spannende Woche gewesen, mit den Brüllen. Genau, da ist dort. Einmal im Zivilschutz, dort hatte ich ja, Kollision gehabt mit einem anderen. Also keine Schlägerei, aber einfach unabsichtlich ist man sicher, was ein bisschen hektischer und zugegangen ist. Und dann ist mir die Brille geschrottet worden. Jetzt muss ich schauen. Jetzt bin ich gestern ein neues Brillengestell aussuchen und heute die Augenstärke ausmessen. Und in nächster Woche sollte dann die Brille fertig sein und dann habe ich eine neue Brille. Da bin ich auch froh, vielleicht hebt die besser. Ihr habt vielleicht gemerkt, wenn ich immer die
die Brille wieder rausstossen auf die Nase nur und ich hoffe, das ist dann nicht mehr nötig. Die ist ein bisschen leichter und habe ein bisschen bessere Bügel. Und, ja. Ja, ich bin gespannt, wie das wird. Und freue mich aufs Wochenende, wo es dann kommt. Ich hoffe, ihr auch.